Ebenso untersagte er die ungesetzliche Form des Tawassul. Tawassul bedeutet, sich Allah anzunähern. Und hier gibt es genauso wie bei der Ruqiyah, gab es zwei Arten, eine islamisch konforme und eine islamisch nicht konforme. So gibt es auch beim Tawassul eine islamisch richtige Art und eine islamisch nicht richtige Art, sondern eine Art des Schirk, möge Allah uns davor bewahren. At-Tawassul, wenn es denn islamisch konform ist, gibt es drei Formen. Welche, wer kennt diese Form? Das Tawassul nach Koran und Sunnah. Erstens, At-Tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Also, At-Tawassul, sich Allah zu nähern, durch die Namen und Eigenschaften Allahs. Dass du sagst, Ya Rahman, Irham. Das ist eine Art des Tawassul, denn du näherst dich Allah durch was? Durch seinen Namen. Und der Beleg dafür ist, dass Allah Azzajal sagt, walillahi al ul husna, fad'uhu biha. Und Allah gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Also wir sollen Allah anrufen, also Dua machen mit diesem Namen. Die zweite Art des Tawassul, was erlaubt ist At-Tawassul durch deine guten Taten. Dass du sagst, ja Allah, dadurch, dass ich dich anbete, bitte hilf mir. Dadurch, dass ich für dich faste, bitte hilf mir. Dadurch, dass ich gespendet habe, bitte versorge mich. Und so weiter und so fort. Dass du mit deinen guten Taten dich Allah näherst. Und der Beleg dafür ist die Geschichte der drei Personen, die auf der Reise waren und dann in eine Höhle gegangen sind und ein Fels die Höhle dann geschlossen hat. Und dann sagten sie, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann uns hier retten, also ruft ihn durch eure Taten an. Da sagte der Erste, oh Allah, ich war gut zu meinen Eltern, also hat sich der Fels etwas bewegt. Der Zweite sagte, oh Allah, ich habe es unterlassen, Sinna zu machen. Ja? Da bewegte sich der Fels. Und der andere war vertrauensvoll. Da bewegte sich der Fels. Das war jetzt eine Zusammenfassung natürlich der ganzen Geschichte. Wichtig aus diesem Hadith ist was? Sie haben Allah angerufen durch ihre Taten. Sie sagten, oh Allah, wenn du weißt, dass diese Tat einzig und allein für dich ist, so hilf uns hier raus. Und dann hat sich dieser Fels bewegt. Das ist der Beleg dafür, dass du Allah anrufen darfst mit deinen Taten. Du sagst, ja Allah, durch mein Fasten und durch mein Gebet und so weiter und so fort, bitte hilf mir oder versorge mich oder leite mich recht und so weiter und so fort. Die dritte Art des erlaubten Tawassul ist, dass du einen lebenden Menschen darum bittest, dass er für dich Dua macht. Einen lebenden Menschen, von dem du denkst, dass er gottesfürchtig ist, dass du ihm sagst, würdest du bitte Dua machen für mich? Und der Beleg dafür ist, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte, O Allah, wir haben dich gebeten, also als es Dürre war, also eine Dürreperiode kam und sie um Regen baten. Da hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anh gesagt, O Allah, wir haben dich gebeten durch den Propheten sallallahu alayhi wasallam, dass Regen kommen soll. Und damals war er Kalif, also war der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon tot. Und dann sagte Umar, und nun bitten wir dich durch den Onkel des Propheten, also Al-Abbas, also durch sein Bittgebet. Und dann sagte Umar, ja Abbas, steh auf und mach Dua. Also hat er Dua gemacht, dass es regnen sollte, also hat es geregnet. Ja? Das ist ein Beleg, liebe Geschwister, für folgenden Punkt. Denn es gibt leider Menschen, die sagen, du darfst trotzdem Tawassul mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, durch den Propheten machen. Du darfst sagen, ja Rasulallah, hilf mir. Oder ja Rasulallah, irgendetwas. Oder du darfst sagen, ja Allah, ich bitte dich mit dem Propheten. Oder durch den Propheten. Atawassalu bi nabiyyika. Oder ja Muhammad. Oder irgendetwas anderes. Wir fragen, wenn dies erlaubt wäre, würde der Umar radiallahu anh, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt und er weiß, wer der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, würde er Al-Abbas bevorzugen oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer ist besser? Al-Abbas, Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wer ist besser bei Allah? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keine Frage. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh hat es unterlassen zu sagen, ja Muhammad oder ja Allah, ich bitte dich durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das hat er nicht getan und hat gesagt, ja Allah, ich bitte dich durch Al-Abbas, durch den Dua des Onkels des Propheten sallallahu alayhi wasallam. Also kam Al-Abbas und hat Dua gemacht. Das ist ein Beleg dafür, für diejenigen, die einen Verstand besitzen, dass es nicht erlaubt ist, Allah anzubeten durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tod. Wir reden hier von dem Tawassul bin Nabi alaihi salatu wassalam nach seinem Tod. Zu seinen Lebzeiten kamen die Menschen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben gesagt, bitte mach Dua für uns, das ist ja klar. Aber wir reden hier nach dem Tod. Also dieser dritte Punkt ist, dass man Tawassul macht durch den Dua eines lebenden Menschen. Dieser lebende Mensch muss natürlich ein Mensch sein, mit dem du kommunizierst. Denn es gibt Leute, die sagen, sowas nennt man Rabita, ja? Ich brauche gar nichts zu sagen, ich muss es mir nur wünschen, zack, macht mein Scheich irgendwo 5000 Kilometer weit weg entfernt Dua für mich. Das ist natürlich auch eine Form, die mit dem Islam nicht vereinbar ist, sondern du musst schon in der Lage sein, mit diesem Scheich zu reden, ja, zu sagen, ja Scheich, barakallahu fik, oder ja Insan, oh Mensch, würdest du bitte mal Dua für mich machen. Das sollte ein Muslim natürlich nicht, das sollte nicht an der Tagesordnung stehen, ja jeder, Achi Dua für mich, Achi Dua für mich, du auch Dua, nicht so, ja, sondern wenn es sein sollte, dann sollte man sich schon die Menschen aussuchen, die bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala gottesfürchtig sind, bekannt sind dafür, dass sie sehr viele Gottesdienste verrichten, dass sie gottesfürchtig sind. Das sind die drei Möglichkeiten, drei möglichen Formen des Tawassul. Tawassul bil Asma wa Sifat, Tawassul, also mit Namen und Eigenschaften Allahs, Tawassul bil Amal Saliha, also Tawassul durch gute Taten, und Tawassul durch einen lebenden Menschen, mit dem man auch kommuniziert, ich meine, mit dem man auch redet. Ja? Das ist die dritte Form des Tawassul. Ist eine Form des Tawassuls nicht eine von diesen drei, dann ist sie nicht islamisch. Das heißt, wenn ich durch einen Verstorbenen Tawassul mache, dann ist das nicht islamisch. Wenn ich nicht durch die Namen Allahs, sondern die Namen eines anderen, ja, Tawassul macht, dann ist das nicht islamisch, sondern es muss eines dieser drei Versionen sein. Diese sind belegt durch Koran und Sunna, dass es erlaubt ist. Alle anderen Formen sind Formen des falschen Tawassul. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren.